Hallo ihr Lieben, da ist eure Kocheule. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es wieder was Tolles für euch und zwar ein Brot für jeden Tag. Wer möchte nicht am liebsten sein Brot jeden Tag selber backen? Frisch gebackenes Brot, man weiß, was drinnen ist. Das heißt, ihr kriegt heute wieder von mir ein Rezept, das ihr einfach mal schnell zusammenrühren könnt, kurz stehen lassen, ab in den Ofen und ihr habt schon wieder euer frisches Brot. Müsst nicht einkaufen fahren, braucht es echt nicht viele Zutaten, auf Vorrat einfach daheim haben und los geht's. Wir starten und zwar wie bei ganz vielen Rezepten, also die, die mich verfolgen, die wissen das mittlerweile. Da wo Hefe verwendet wird, die löse ich zumeist grundsätzlich einmal im Warmen auf. Das heißt, wir geben einmal die Flüssigkeiten wie Wasser in den Topf. Wasser, dann die Buttermilch. Dazu gebe ich jetzt eben eine Prise Zucker, die ist da dabei, und die Hefe, die darf es leicht reinbröckeln. Deckel wieder drauf und das wird jetzt für 2,5 Minuten, 2 Minuten 30, bei 37 Grad, Stufe 2, aufgelöst und erwärmt. So, jetzt kommen zu dem warmen, vorgewärmten, so muss man sagen, die restlichen Zutaten. Das heißt, es kommen jetzt dazu mal das Dinkelmehl. Buchweizenmehl gibt so eine besondere Note und ist einfach ein bisschen ein gesunder Ersatz zum Dinkelmehl. Sesam oder zum reinen weißen Mehl in dem Fall. Also Sesam, Haferflocken, Leinsamen. Sonnenblumenkerne, also ihr seht lauter gute Dinge und die dann im Teig drinnen, im Brot, wenn ihr das anschneidet, oh, einfach geschmacklich, aber auch vom Ausschauen her dann einfach ein Traum. Dann gibt es nur die 10 Gramm Salz dazu und einen Teelöffel Apfelessig. Jetzt kommt der Deckel drauf wieder. Und wichtig, das jetzt wirklich schön kneten und zwar für 8 Minuten, das heißt, es wird relativ lang geknetet. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal eine Form vorfetten. Ich verlinke euch unten eine, es ist zwar eine Idee, aber die passt perfekt für dieses Brot. Zum Backen tatsächlich die ausfetten und nicht wundern, der Teig wird eher ein bisschen weicher, also jetzt gar nicht so ein richtiger fester Brotteig. Genau, drum auch Kastenform und ab damit für 8 Minuten im Teigmodus kneten. So ihr Lieben, so schaut das Ganze jetzt aus. Wunderschöner Brotteig. Und wie gesagt, es hat einen Grund, warum ich es mit Kastenform backe. Es könnt jetzt weder offen am Blech backen. Das eignet sich nicht so gut. Es ist einfach perfekt geeignet für Kastenform. Da streicht jetzt das Brot einfach schön rein. Und ihr werdet definitiv vom Ergebnis begeistert sein. Ihr nehmt euch einen Backpapierbogen, faltet den im Prinzip einfach nur von jeder Seite noch so rein. Und dann zeige ich euch, wie das dann perfekt auf unser Brot backt, passt, auf unsere Form passt und das abdeckt. Gegen Ende der Gehzeit darf sie das Backrohr bitte auf Ober-Unterhitze 210 Grad vorheizen und dann geht es auch schon ab ins Rohr und ab ans Backen. So, streicht das einfach so ein bisschen glatt. Jetzt lasst das einfach ein bisschen abdecken und lasst es nur mit ca. 15 bis 20 Minuten einfach an einem warmen Ort stehen. Das ist im Sommer ganz praktisch. Im Winter braucht man irgendwie so eine Lampe, wo man es drunter, also entweder wir haben da so eine Ofenlampe, da wo einfach dann schön warm wird, kuschelig warm, da stößt man dann im Winter oft gern hin oder deckt es ein bisschen zu rundum. Wie gesagt, jetzt haben wir Sommer,
warme Temperaturen okay, im Winter einfach für ein bisschen ein Platzerl sorgen, wo es angenehm ist, und circa 20 Minuten zugedeckt stehen lassen. Und jetzt zeige ich euch noch einen Tipp für später fürs Backen, wie ihr das dann schön abdecken könnt. Ja, dabei mal zur Seite stellen. So, ihr Lieben, ihr seht, das ist richtig schön aufgegangen. Wenn das so ungefähr 20 bis 25 Minuten schön gebacken ist, dann nehme ich mir mein Backpapier und lege mir das quasi da so drüber. Und ihr seht, durch dieses einfache links und rechts Einfalten stülpt sich das dann richtig schön über eure Form. Das mache ich aber, wie gesagt, erst nach den ersten 20 bis 25 Minuten. Das Brot kommt jetzt bei 210 Grad für circa 50 Minuten ins Backrohr. Und genau, noch 20 bis 25 Minuten abdecken mit eurem Backpapier. Und genau, dass es nicht zu dunkel backt. Also ab damit ins vorgeheizte Backrohr bei 210 Grad Ober-Unterhitze. Ihr Lieben, mein Brot ist fertig. Mir ist ein kleines Missgeschick passiert. Ich habe da irgendwie einmal ein bisschen zu viel oben rundum geschnitten beim Raus da. Egal, lasst es schön abkühlen. Guter Tipp von mir. Und fettet es ordentlich ein. Dann passiert euch das nicht. Genau, ich zeige euch jetzt nur kurz noch den Anschnitt. Es ist richtig lecker. Mir sind schon die Dinge, die da so außen zum Abbrechen waren, unbeschreiblich gut. Und das Brot ist so knusprig und einfach so gut. Ich zeige euch das. Lasst es dann einfach nur richtig schön abkühlen, das ist wichtig. Und dann schaut das so innen aus. Also wenn das nicht einfach nur mega köstlich ausschaut. Ihr seht es wunderschön innen. Ich finde einfach das schön. Ich liebe Roggenbrot, ich liebe Sauerteigbrot, ich liebe aber am liebsten einfach wirklich Standard, diese Dinkelkruste von mir, also wirklich so ganz viel. Aber das ist einfach ein Brot, das hat so viel Geschmack, dass das Brot allein, wenn du essen würdest, einfach schon, du brauchst nichts dazu, weil das Brot alleine einfach der Hammer ist. Das Buchweizen in dem Fall, mega Geschmack. Ja, probiert es einfach aus und schreibt es mir am besten ihr, wie euch das Brot geschmeckt hat. Bin ich schon echt gespannt. Lasst es mir einen Kommentar da, einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und packt es unbedingt nach. Es ist wirklich so ein Brot, das ihr schnell mal reinschiebt in den Ofen, das ihr jeden Tag einfach mal gar zusammenmischen könnt. Und es muss nicht lang gehen, wie gesagt, 15, 20 Minuten reichen und es ist fertig. Also es wird wirklich nur zack gebacken und bin gespannt auf eure Kommentare. Lasst es euch schmecken, probiert es aus und wir sehen uns ganz bald wieder. Alles Liebe, ciao! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every